Wir sind die freiheitliche Partei in Österreich mit unserem Programm, das ein anderes ist, als der Herr Trump hat. Es gefallen mir nur ein paar grundsätzliche Ansätze von ihm. Er ist ja kein klassischer Parteienvertreter. Er ist nicht klassisch durch die Republikaner nominiert worden. Er zählt nicht zur Clinton-Familie oder Bush-Familie, die normalerweise das US-Präsidentenamt begleiten, sondern er ist halt als jemand, der außerhalb des Systems gestartet ist, zu Ehren gelangt, wurde Präsident, verhält sich jetzt ein bisschen spontan, ja, zu spontan, wie es vielleicht einen obersten Staatsmann auch erforderlich macht, sich zu verhalten. Aber er sagt, er möchte Arbeitsplätze zurückholen, ja, aus China, aus Mexiko, zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein Beispiel, die Amerikaner produzieren. Ich will das jetzt nicht als Werbung werten, aber das vielleicht beste Telefon der Welt, ja, das iPhone. Und produziert wird es in China, ja, bei Foxconn, einem chinesischen Unternehmen, das immer wieder massiv ins Gerät kommt wegen unmenschlicher Arbeitsbedingungen. Und er sagt, er möchte die Produktion dieses Telefons, des iPhone, zurück nach Amerika holen. Hervorragend. Ja. Oder er twittert ganz ungewöhnlich den Chef von Ford, ja, dem Automobilhersteller, an und sagt, du, ich habe gelesen, dass du in Mexiko jetzt Milliarden investieren möchtest. Ich hätte gern, dass du auf den Boden der Vereinigten Staaten von Amerika dieses Geld investierst. Die beiden treffen einander und es gelingt Trump wirklich, einen Automobilhersteller die Mittel umzuleiten, zurückzubringen nach Amerika, dort auch Jobs zu schaffen und abzusichern. Das finde ich gut, was hier geschieht. Also Sie finden Trump gut, abschließend? Ja, ich möchte nicht ein Generalurteil zu all dem, was er sagt und tut, aber die grundsätzliche Richtung ist eine, die ich für in Ordnung erachte, ja. Herr Pilz, ich glaube, Sie finden Trump weniger gut. Vielleicht noch kurz auf meine erste Frage zurückkommen. Ist die FPÖ Ihrer Meinung nach der Vertreter der Trump-Politik in Österreich? Gibt es da Parallelen? Oder ist das so, wie der Herr Wilimski gesagt hat, kann man eigentlich Europa und die USA hier überhaupt nicht vergleichen? Ja, wenn man sagt, diese Kombination aus Krawall und Konzeptlosigkeit ist ein politisches Rezept, dann haben das sicherlich die FPÖ und Trump gemeinsam. Aber nicht nur die FPÖ und Trump, das Problem liegt ja viel tiefer. Wir haben diese scheinbar wirren und nicht ungefährlichen Außenseiter, die gegen Meinungsfreiheit kämpfen, für Milliardäre kämpfen, aufrüsten, die Schulen vernachlässigen und so weiter. Die haben wir ja jetzt in vielen Staaten. Das ist kein amerikanisches Phänomen. Trump heißt in der Türkei Erdogan, heißt in Russland Putin, heißt in Österreich Strache, heißt in Ungarn Orban. Das wird heißt in Frankreich nicht gefallen, Le Pen. Das ist alles das Gleiche. Das ist eine nationalistisch radikale Antwort, eine sehr gefährliche Antwort auf echte Krisen und auf große Ängste, die viele Menschen zu Recht haben.